Brunos Vater Lennart ist Holzbildhauer. Sein Wunsch ist es, dass Bruno später seinen Bildhauerbetrieb übernimmt. Die nötige Geduld und Geschicklichkeit hat er dafür. Er fing früh an, kleine Skulpturen für seine Schwestern Cornelia und Agnes zu schnitzen. Seine Großmutter Mechthild ist sehr stolz auf ihn. Cornelia interessiert sich zwar wenig für das Kunsthandwerk, hat aber Pflanzen als Leidenschaft für sich entdeckt. Sie hat ihrer Mutter Miriam und deren Schwester oft bei der Gartenarbeit zugesehen und hat mittlerweile selber Kräuter gepflanzt. Cornelia musste sich erst mit den ganzen Schädlingen vertraut machen, weshalb der Anfang recht mühselig war. Doch jetzt wachsen die Kräuter sehr schnell, worüber sich auch Agnes freut. Sie ist Köchin und versprach Cornelia, aus den Kräutern ein leckeres Gericht zu zaubern. Tina ist in den neuen Mitschüler in ihrer Klasse verliebt. Die 13-Jährige hat ihren Eltern Uwe und Patricia davon erzählt. Aber ihre Brüder Sascha und Moritz sollen auf keinen Fall davon erfahren. Die beiden Abiturienten lassen kaum eine Gelegenheit aus, um sich auf Tinas Kosten zu amüsieren. Sie behaupten neuerdings, Tina habe die gleiche Frisur wie Uwes Mutter Astrid. Und das nur, weil sie sich die Haare hat kurz schneiden lassen. Astrid ist mit ihrem Mann im Urlaub und hat davon nichts mitbekommen. Uwe und Patricia schimpfen so gut wie nie mit ihren Söhnen wegen der Sticheleien. Die Eltern stecken ihre Energie vorrangig in das kleine Restaurant am Stadtrand, das sie gemeinsam führen. Sie hoffen, dass eines ihrer Kinder das Restaurant übernehmen wird. Samuels Großeltern wohnen in Berlin. Seine Schwester Sandra geht aufs Gymnasium, wo sie sich aktiv in der Mathematik-AG engagiert. Sie begleitet Samuel morgens immer in den Kindergarten. Die Enkel würden die Großeltern am liebsten jeden Tag besuchen, auch wenn sie dafür 8 Stationen mit der Straßenbahn fahren müssen. Hubert hat nämlich ein Planschbecken auf seinem Grundstück aufgestellt. Er freut sich, wenn die Kinder darin herumtoben können. Ursula will aber nicht, dass ihre Kinder so oft bei Hubert und seiner Frau Gudrun sind. Sie befürchtet, dass Sandra dann zu wenig Zeit für ihre Hausaufgaben hat und in ihrem Problemfach Englisch noch schlechter wird. Jeremy stimmt seiner Frau in diesem Punkt nicht zu. Er will den Kindern den Spaß bei seinen Eltern lassen. Margot passt jeden Montag auf ihre Enkelkinder Jessica und Fiona auf. Sie erfindet während des Abendessens spannende Geschichten, in denen immer neue Abenteuer passieren. Da sie mehrere Kinderbücher veröffentlicht hat, kann sie Geschichten besonders gut erzählen. Jessica und Fiona freuen sich, wenn es dabei Pfannkuchen gibt. Ihre Eltern Irma und Georg sind Margot für ihre Unterstützung sehr dankbar. Irma möchte sich bei ihrer Mutter revanchieren und mit der ganzen Familie nach Lissabon, wo Margots Schwester Elisabeth wohnt. Margot wünscht sich schon lange, sie nochmal wiederzusehen. Irma und Georg treffen sich einmal im Monat mit Freunden zu einem Lesekreis. Dort wurde passenderweise als nächstes Buch Nachtzug nach Lissabon ausgewählt. In Anlehnung an den Roman beschließen die Eltern, die Reise mit dem Zug anzutreten. Jasmin war schon als Kind ein kleiner Wildfang. Sie arbeitet als Meeresbiologin und ist gerade an der Ostküste Kanadas unterwegs. In ihrer Freizeit macht sie jede Menge Wassersport, vor allem das Surfen hat es ihr angetan. Wegen ihrer Liebe zum Wasser wurde sie früher von ihrem Vater Jürgen als kleine Meerjungfrau bezeichnet. Sie ist mit 2 jüngeren Brüdern aufgewachsen, mit denen sie sehr viel herumgetobt hat. Mittlerweile sind sie alle erwachsen und nur ihr jüngster Bruder Ralf lebt noch in der Nähe ihrer Eltern. Er hat als einziger selbst ein Kind bekommen, das nun 2 Jahre alt ist. Seine Mutter Valentina besucht ihren Enkel Louis mehrmals in der Woche. Sie ist Erzieherin im Kindergarten. Auch wenn es öfters mal hochhergeht, liebt sie es, mit Kindern zu arbeiten. An warmen Sommertagen arbeiten Carsten und seine Frau Barbara am liebsten im Garten. Vor 5 Jahren war Barbaras Mutter Alma in ein Pflegeheim gekommen. Zu diesem Zeitpunkt haben Barbara und ihr Mann das Haus übernommen. Sie haben viele Beete mit Nutzpflanzen angelegt und genießen es, eigene Früchte und Gemüse zu ernten. Ihre Tochter Nicole und ihr Sohn Jonas sind jetzt 8 und 6 Jahre alt. Sie helfen im Frühling oft im Garten mit. Nicole, die nun in der 3. Klasse ist, muss jedoch immer mehr Zeit mit Hausaufgaben verbringen. Ihr Bruder lässt sich währenddessen von Opa Rüdiger erklären, welche Beeren er essen darf und welche giftig sind. Rüdiger lebt noch gemeinsam mit ihnen im Haus. Er besucht seine Frau Alma täglich und bringt ihr frische Blumen mit.